Komisch, jetzt habe ich ihn gar nicht mehr gesehen, wirklich. Du bleibst aber stehen, oder? Und ich sagte noch, die sehen aus, als würden die sich bewegen, die Dinger. Die übrigens auch. So. Ja, ja. Eine Sicherung. Eindeutig eine Sicherung. Und nur für den Fall rüste ich den Schlüssel schon mal aus, falls das Ding da gleich von seinem Podest steigen sollte. Macht es aber anscheinend nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier die Sicherung einsetzen. Sicherung raus. Ja, ja, komm, komm, komm. Und ganze Sicherung rein. Die leuchten natürlich auch selbstständig. Und wieder hoch. Boah. Hier, ne? Ist jetzt echt sehr hell, ne? Hier drin. Ach, hier muss man die Sicherung wieder rausnehmen. Warum? Warum? Wieso? Es wurde gespeichert. Sehr gut. Da ist ein Hebel. Habe ich eben gar nicht gesehen, den Hebel. Jetzt können wir aber hier... War das hier? Oh, was ist das denn? Auch noch so ein Teil. Ist das jetzt erst aufgegangen? Ich habe das eben gar nicht gesehen. Geht's nicht. So, der macht noch nichts hier, ne? Nope. Wo war denn jetzt das andere Ding? War das da hinten? Dieser Schlüsselkasten. Also dieser Kasten für den Schlüssel. Hier, ne? Ja. Okay. Schlüssel. Geht nicht. Schlüssel geht nicht. Schlüssel passt nicht. Was sind das denn jetzt für Dinger hier? Wo könnte man die für verwenden müssen, können, brauchen? Da kommen wir nicht mehr lang. Das ist also ausgeschlossen. Hier kommen wir auch nicht drüber. Das sieht doch nicht so aus, als würde da unten ein Boden sein. Ne. Nö, nö. Aufzug fahren können wir auch nicht mehr. Ach, hier sind auch noch welche. Überall Statuen. Hier anbringen? Oder hier? In der Tür selber? Nee, ne? Das muss irgendwie hier was sein. Kommt man doch bestimmt hoch, oder? Ich eier mal so ein bisschen hier rum. Na, vielleicht mit Springen. Nee, das ist eine, Alpha-Wand. Darüber kommen wir nicht. Das können wir uns abschminken. Tja, was machen wir jetzt mit dem hier Fizzles hier? Da hinten ist ja auch noch ein größerer Raum. Ach, da ging es ja auch noch rechts hoch, ne? Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Nein. Geh mal da hinten mal hoch. Kurz mal was gucken. Ja, alles gut.
rüber. Oh, Moment, Moment, Moment. Was ist denn jetzt los? Warte, warte. Ah, der Mauszeiger kam gerade links raus. Im linken Monitor. Wenn ich jetzt da drauf springe. Was genau? Nix. Genau nix. Hier kommt der Mauszeiger schon wieder. Wenn ich es da hindrücke, bin ich raus. Super. Warte, ich versuche mal rein zu tappen. Da ist der Mauszeiger. Scheiße. Ich darf nicht raustappen. Warte, warte. Ich könnte mal versuchen. Options. Video. Das mit dem Mauszeiger ist echt scheiße. Fullscreen mal weg. So, und Fullscreen wieder. Ihr seht jetzt irgendwas, ne? Fullscreen wieder rein. So. Wenn ich jetzt sage Back, Resume, Mauszeiger-Check. Ne. Ist nicht da. Das heißt, ich muss mal... Den sieht man nämlich auch in der YouTube-Aufnahme dann. Da ist er. Ich muss mal eben das Spiel neu starten. Quit now, ja bitte. Und neu starten. Der verliert den Fokus für den Maus. So, können wir überspringen. Sehr gut. Können wir nicht überspringen. Play, play, play. Continue. So. Jetzt ist aber wieder alles... Der Mauszeiger geht immer noch raus. Das ist ja ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Jetzt sieht man den hier, siehst du? Sieht man den eben, sah man den eben auch schon. Ich hoffe es nicht. Im Stream wird man ihn nicht gesehen haben. Auditorium. In der YouTube-Aufnahme allerdings schon. Das tut mir dann sehr leid, aber ich kann den nicht catchen. Oder ist er jetzt drin? Wo ist er denn jetzt? Jetzt sehe ich ihn nicht. Na, vielleicht kam das auch durchs Tappen wirklich. Ich weiß es nicht. Jetzt scheint er gecatcht zu sein. Okay, wo war ich? Ich war nicht hier. Ich war da hinten. Wir haben diese komischen Dinger, aber wofür brauchen wir die? Da oben, das bringt uns ja gar nichts. Hier müssen wir wahrscheinlich noch ein paar andere Säulen hochfahren oder sowas. Das bringt uns null. Mauszeiger-Check. Sieht noch gut aus. Wo laufe ich eigentlich hin? Es ruckelt jetzt. Warum ruckelt es jetzt? Ja, doof. Anscheinend kam der mit dem Tappen eben nicht zurecht. Das ist es. Ruckelt jetzt voll. Jetzt wieder nicht mehr. Vielleicht muss der erst noch mal ein bisschen nachladen. Das kann natürlich auch sein. Da oben kamen wir ja gar nicht weiter. Müssen wir irgendwas aktivieren für. Oder ist das da unten kein Schlüsselding, sondern müssen da die Symbole rein vielleicht. Müssen hier vielleicht die Symbole rein? Das könnte passen, ne? Ah, eins. Okay, eine Säule ist da. Zwei. Die zweite Säule ist da. Aber das dritte Teil haben wir nicht. Das muss doch bestimmt irgendwo hier liegen. Wir haben den Schlüssel noch. Nein.
Schlüssel noch? Irgendwie. Es ruckelt aber nicht so im OBS, oder? Ne, jetzt hier auch nicht. Das ist es nicht. Wir müssen ja doch irgendwo bestimmt so ein Teil übersehen haben. Aber wo? That is the question. Da hinten ist jetzt zu, wo der Aufzug war. Es ist stockendüster. Nee. Vielleicht doch da oben? Aber das hätte ich doch gesehen. Das hätte ich doch gesehen, dieses Ding, wenn das hier gelegen hätte, oder? Da liegt doch nichts. Siehst du doch schon. Und hier nichts liegt. Wildes Rumgerenne und Gesuche. Ja, ich renne jetzt ein bisschen planlos durch die Gegend hier. Bestimmt da drüben, aber ich komme ja da nicht rüber. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Kasten oder sowas? Da sind die. Jetzt vielleicht in die Mitte da oben. Ach Mann. Nee. Darüber auch nicht. Nee, 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 da fehlt auf jeden Fall noch was. Definitiv. Also zum Glück rennen wir jetzt hier. Das wäre ja echt mies gewesen, wenn er da weiter in seiner Schleichtour gelaufen wäre. Verstehe es gerade nicht. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Irgendwie darüber kommen. Hier ist zumindest doch da ist irgendwas. Da ist irgendeine Art Mechanismus. Soll ich hier sein? Ja, ich komme zumindest wieder raus. Da kommt man gar nicht hoch. Komme ich vielleicht hier um den Kreis rum? Auch nicht, oder? Da drüben über den Sims? Nee. Verzweiflungssprung. Sind wir wieder hier. Na super. Obwohl, hier sind auch so Metalldinger an den Steinen. Hier irgendwas vorbei? Das sind auch noch die Statuen.
Schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe doch irgendwas übersehen. Bäh. Irgendwas, aber... Ah. Da kann man Säulen ziehen. Ich sehe nichts. Kann ich auch drücken? Nee. Kann ich nur ziehen. Okay, die ist aber limitiert. Das heißt, die ziehen wir mal bis zum Ende. So. Da ist auch noch eine. Die müssen wir auch rausziehen. Ganz schön stark, unser Tünnis hier. Ja. Ja, ja. Dauert überhaupt nicht lang. So, noch eine vielleicht. Ich glaube, es hat gereicht, ne? So, und dann macht das nämlich auch Sinn, dass man da hochgeht. Juckt. So, warte, warte, warte. Ja. Jo, perfekt. Wo sind wir jetzt? Sehr... Ah! Sehr einladend, aber wir sind auf der anderen Seite jetzt. Von dieser großen Grube. Da hinten liegt noch was. Hier liegt... Hier liegt dieses Gegen... dieser Gegenstand, dieses Gegenstück, wollte ich sagen. Dieses Teilstück, dieser Gegenstand. Und hier liegt eine Note. The sculptures in this place represent real people. Acquaintances of the sculptor, perhaps. What catches my attention is how his mind has warped their proportions and musculature in the interest of achieving the aesthetic ideal that he considers perfection. I understand that he wanted to imprint his style in his work, but that's not the case here. He feels like he could change the work of nature, improving it in every aspect. Also es ist auffällig, dass die Proportionen und Muskulatur der Statuen ein ästhetisches Ideal darstellen und das darauf hinausläuft, dass der Sculptor wohl auf Perfektion aus ist und auch ein Stück weit in die das Gefühl hat, er könnte in die Arbeit der Natur eingreifen. Was war das? Zack, da ist es. Das letzte Stück. Das flackert doch da immer. Ach so, das ist... Wir kommen jetzt wieder zurück. Einfach hier, ne? Einfach hier. Darunter nicht unbedingt. Hochspringen können wir nicht. Da müssen wir da wahrscheinlich runter. Mann, der hält aber einiges aus, der Typ. So, so. Und die Maschine, die war da. Ach, wir kommen wahrscheinlich in den Raum da links, wenn die Brücke gleich oben ist. Das kann natürlich sein. So, das letzte Teil. Das ist mein Teil. Zack. Es wackelt. Er sieht sich um und... Jawohl, ja. Die Brücke ist komplett. Sehr gut. So. Jetzt können wir einfach hier drüber, oder? Jo. Und, sisse, sisse. Jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite. Sehr gut. Und schon wieder ein Aufzug. Wir müssen wahrscheinlich die Sicherung wieder austauschen. Deswegen haben wir den ganzen Kram noch. So, Sicherung raus. Dann haben wir schon zwei kaputte Sicherungen, ne? Ganze Sicherung rein. Und ab dafür.
Und das nächste Kapitel, also nicht Kapitel im, hier im Spiel, sondern das nächste Kapitel im Kapitel. Kapitel 2.2? 3? Er hat aber nicht geladen.